Einfach, was für ein wunderbarer Weckruf gerade um die Welt geht. Dieses heilige Coronavirus. Leider habe ich gerade keine Krone da, um es sichtbar zu machen. Womöglich ist die Krone der Schöpfung. Wir sehen es als Feind, wir können es auch als Weckruf sehen. Wir werden jeden Tag mit Todeszahlen bombardiert. Also allein in Deutschland, es mag sich entsetzlich anhören, oder es ist ganz natürlich, sterben, so viel ich jetzt weiß, Statistik 2200 Menschen am Tag. Nein, nein, nicht an Corona, nein, nein, generell. Wir kommen und wir gehen hier auf Erden. Du kannst ja nehmen, kannst sagen, okay, wenn wir 70 Millionen haben oder 80 haben wir jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt und ich weiß nicht, wer die Statistik gemacht hat, dann kann man sagen, okay, durchschnittliche Lebenserwartung, egal ob es 70 oder 80 sind, dann teilen wir diese Bevölkerungszahl durch 80 und dann noch durch Tage, durch Jahre. Wir können sehr schnell sehen, wie viel dürfen dann pro Tag geboren werden und sterben. Und entsetzlich, im Moment haben wir etwas weniger Geburten als Tote. Aber die Todeszahlen generell sind im Moment nicht hochgegangen. Also die 2200, das haben wir glaube ich sogar drunter im Moment. Also irgendwas läuft komisch. Aber dass wir erinnert werden, dass wir sterbliche Wesen sind und wirklich diesen Abschnitt von Geburt zu Tod bewusst gestalten. Und womit ich jetzt dann bewusster, ist doch wunderbar, habe es von einem Krebsarzt, wenn Patienten zu ihm kommen und sagen, ich habe eine Diagnose und eine Prognose und ich habe Krebs im Endstadium und ich werde noch 4 Monate leben. Sagt er, woher wissen Sie denn das? Das hat er mir gesagt. Und woher wissen Sie, dass das die Wahrheit ist? Ich habe denen geglaubt. Gut, sagt er, Sie werden in jedem Fall sterben. Das ist erstmal die Nachricht, die Ihnen vielleicht nicht gefallen. Wann Sie sterben, wissen wir nicht. Und wenn ein Arzt Ihnen sagt, wann Sie sterben, dann würde ich sagen, das ist übergriffig. Dass er eine Diagnose macht, selbst die würde ich nochmal überprüfen lassen. Viele Krebsdiagnosen sind einfach falsch, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Aber egal, wie lange Sie noch zu leben haben, wie wäre es, diesen Lebensabschnitt erstmal bewusst zu gestalten und womöglich kann man ja verlängern. Und dann fängt er an, wenn es angekommen ist, mit Ihnen hinzuschauen und zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und diese Erinnerung, die der Arzt dem Patienten macht, dass da nichts Gott gegeben ist, also von diesem Gott im weißen Kittel, sondern dass da andere Mächte mitspielen und er entscheiden kann und er mitreden kann, bis zum bestimmten Punkt. Und da gibt es eine andere Macht, die immer mitspielt. Ja, du kannst über die Straße gehen und das war's. Dir kann ein Flugzeug aufs Haus fallen und es kann einfach dein Herz jetzt stehen bleiben. Es kann aber auch weiterschlagen. Und was ist am gesundheitsförderndsten? Angst bestimmt nicht, aber uns jeden Tag zu erinnern und dankbar zu sein. Hey, wir haben einen Körper und die Lungen, die bewegen jeden Tag Mengen von Luft und unser Herz pumpt jeden Tag einen Sattelzug voll Blut durch unsere Körper und unsere Ohren, was die machen, was die hören, das sind alles Wunder. Und allein wenn ich diese Hand bewege, was für ein komplexer Zusammenhang, Zusammenspiel von Muskeln ist. Wenn man an einem Bagger saß und versuchte, die Schaufel gerade nach hinten zu ziehen, der weiß, dass er 4 Hebel gleichzeitig bedienen muss. Hier bei der Hand, ich habe es nicht gezählt, aber es sind bestimmt 30, 40 Dinger, die da zusammenspielen, damit dieser einfache Vorgang ist. Damit der einfache Vorgang ist, eine Tasse zu nehmen und zum Mund zu führen. Es ist einfach Wunder. Und wenn wir erkennen, wir sind von Wunder umgeben und eins ist dieses Leben, das uns geschenkt wurde. Die Frage, wozu wird es uns geschenkt und nutzen wir es dafür? Wenn wir vergessen haben, wozu wir hier sind, dann kommt die Schöpfung und ruft uns ab und erinnert uns wieder und dann können wir kommen und den nächsten Versuch mal. Da gibt es einen Zusammenhang, der weit über unser kleines Menschsein hinausgeht und der weit darüber hinausgeht, ob uns unser Nachbar bewundert oder unser Chef für toll findet oder unsere Partnerin für toll findet oder unser Partner für toll findet, egal. Wo wollen wir was von außen haben, was wir uns selbst nicht geben? Und wenn dazu dieser heilige Virus beiträgt, dass wir zu uns kommen und erkennen, was wirklich wesentlich ist, ja, dann ist ein tiefes Danke da. Bei mir zumindest. Danke.